Willkommen zurück bei den European Top 20 mit gar erstaunlichen Neuigkeiten von Fergie von den Black Eyed Peas. Die hat gerade sich geoutet, dass sie auf Tour, die ja durchaus mal ein paar Monate dauern kann, mit zwei kleinen Köfferchen reist. Wo ja quasi für jede anständige Frau gerade mal die Höschen reinpassen. Von Schuhen kann da überhaupt nicht die Rede sein. Jetzt hat auch sie gemerkt, okay, das passt nicht immer so ganz und hat erzählt, das ist alles gar kein Problem. Sie bastelt sich zum Beispiel ihre Hemden selber. Das funktioniert dann so. Alte Hose, ganz kurz abschneiden, da wo der Hosenschlitz ist, Riesenloch reinmachen, Arme durch Beine und fertig ist die Laube. Zitat, sieht super aus und hält warm. Ja, okay. Oder auch wie ich, mit 10 Koffern reisen. Macht eh Spaß. Ja, hat trotzdem gereicht für ein Re-Entry, die Inspiration. Hier ist Plus 18, let's get it started. Let's get it! Von Rap und seine Astroletten mächtig abgeschmiert, von 8 auf 17. Weiter jetzt mit Strumpfhosen. Wir hatten hier gerade eine kleine angeregte Diskussion darüber, dürfen Jungs jetzt Strumpfhosen tragen, ja oder nein? Ich meine ja eigentlich, spätestens seit Robin Hood geht gar nicht mehr. Jetzt kommen uns aber lauter Superhelden daher, die alle so in Ganzkörperkondomen rumlaufen. Was macht man da? Denn so richtig scheiße sieht der Spider-Man ja auch nicht aus, ne? Zum Beispiel. Anna Johnson, die den Soundtrack zu Spider-Man singt, Spider-Man 2, hat erzählt, sie findet den persönlich ja nicht so dolle. Und am liebsten wäre eher Donald Duck oder Duck. Der allerdings jetzt in Strumpfhosen sieht bestimmt richtig kacke aus, ne? Dann doch lieber Audi Spidey hier mit Anna gemeinsam auf der 16. Dry Your Eyes geht runter auf die 10. The Streets Boss Mike Skinner hat schon seinen ersten Schauspielvertrag in der Tasche. Er kriegt die Hauptrolle in einem Movie über die britische Hip-Hop-Szene. Maroon 5 schaffen es mit This Love zurück auf die 9. Für einen kranken Freund haben die Jungs neulich sogar einen Gratis-Gig geschmissen. Mann, sind die nett. Eminems Halbbruder Nate hat heimlich Shady Songs geklaut und dann andere Rapper vertickt. How come, fragt sich Marshall Mathers mit seinem Kumpel von D12 auf der Nummer 8. Weniger ist manchmal mehr. Mace steht nicht auf pimpige Outfits und kiloweise Klunker. Er setzt lieber auf Understatement und geht bescheiden runter auf die 7 mit Welcome Back. Mit Dump haben die Sexy Chicks von The 411 den Titeltrack für die neue Sex and the City Staffel hingelegt. Das Teil geht ab von 0 auf 6. Nina Sky halten sich auf der 5 mit Move Your Body. Die beiden New Yorker Twins wollen demnächst auch ihre Schauspielkarriere in Angriff nehmen. Bei den Konzerten von Aventura brechen die Girls reihenweise in hysterische Weinkrämpfe aus. Zu viel Obsession für das weibliche Geschlecht auf Position 4. Tasha Bedingfield bleibt auf der 3 mit These Words. Vor ein paar Tagen wurde Tash der Laptop geklaut mit lauter neuen Songs drauf. Vielleicht war es ja wieder Eminems Bruder Nate. Jodeli-hu, jodeli-haha. Ozone haben sich auf der 2 festgebissen und wollen den Platz wohl ins nächste Jahrtausend mitnehmen. Auch wenn Dragostea Dintei echt ein bisschen durch ist. Und wir kommen zu Platz 1 in der European Top 20. Und da gibt's Anastasia. Und die gibt's genau wie alle anderen Singles zu gewinnen. So, das habe ich jetzt echt missverständlich ausgedrückt. Also, alle Singles, die wir gespielt haben, die könnt ihr abgreifen. Und zwar unter www.mtv.de/European Top 20. Und Anastasia, die vielleicht auch. Sie zumindest hat verlauten lassen, sie ist solo und spitz wie Sau. Also, Menschen da draußen, am besten Jungs. Ja, ich glaube ausschließlich Jungs bei Anastasia. Sie kommt auf Tour und das demnächst in allen deutschen Hauptstädten. Also am besten mal checken und weiter rocken in diesem Sinne. Hier ist Platz 1 im European Top 20, Anastasia mit Sick and Tired. Tschüss.